Moinsens und Servus. Willkommen zurück bei, nach längerer Abstinenz, wieder bei Gothic 3. Erstmal rendern. Ja, ich hatte, man kennt's, das habe ich auch ja bei Gothic 2 mal gehabt. Ab und zu verliert man halt die Lust am Game. Hab in der Zeit aber viele andere schöne Games gezockt. Und dachte ich mir jetzt momentan auch, man hockt ja eh nur zu Hause. Dachte ich mir, es könnte jetzt mal wieder ein bisschen weitergehen. Ja. Ich muss mich jetzt wieder einfuchsen, aber ich weiß noch, wir waren hier in Kapdun in der Arena und wir haben noch nicht gegen alle gekämpft, glaube ich, ne? Du hast gewonnen, aber dein Gegner war leicht. Also bilde dir nichts ein. Ja, wenn du willst, schicke ich dir einen guten Gegner. Mach das. Gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen. Du kannst kämpfen. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geh in die Arena. Na dann. So, erstmal was snacken. Quicksaven. Ja. Und dann kann's mal losgehen. Komm her, Börschchen! Hallo, Damo. Boah. Ah! Okay. Ich merk schon. Du hast ja Gold dabei. Das ist gut. Das lief schon mal gut nach. Die Waffe nehme ich besser an mich. Nach all der Zeit. So, was mache ich jetzt? Nehmen wir mal den hier. Habe ich noch ein Schild? So, jetzt muss ich aber mal. Das lief ja perfekt, ey. So. Machen wir es denn hier da? Abgenutztes Schild nehmen wir auch. So, nochmal. Ich will den letzten Kampf wiederholen. Ich wusste es. Geh in die Arena. So. Komm her, Börschchen! Leute, es gibt einen Kampf! Feste, oh Gott, Kamera! So, das, jetzt muss das aber besser laufen. Alter, warum zieht der denn so viel, ey? Ich habe auch eine neue Maus seit kürzerem. Ich glaube, da muss ich mich auch erst dran gewöhnen, ey. Alter. Zeug, was du kannst. Hä? Wo denn? Wo verlasse ich denn die Arena? Oh, nein. Och, Digga. Mir reicht's, ich mach neu. Sonst mache ich das nicht, aber ich hab's nicht markiert, ich hatte Feuerball genommen und was mich so auch nervt an dem Spiel, ne? Wenn du deine Waffe nicht irgendwie in die Toolbar packst, ne? Dann drückst du einmal Leertaste, um sie zu ziehen, aber du kannst sie nicht anderweitig dir besorgen. Komm her. Komm her, Leute! Es gibt einen Kampf! So. Jetzt geht's aber ab hier. Jetzt ab die Luzi. Schlechteste Einstieg like ever. Oh, der haut auch drauf. Oh, her damit. Ich weiß, das ist unehrenhaft, aber das habe ich jetzt gebraucht, ey. So, mit dem haben wir auch noch, glaube ich, gar nicht gelabert, ne? Können wir auch gleich machen. Oh, mein Kopf! Aua! So, gut gekämpft, Fremder! Ja, was noch was? Du? Ja, toll. Sehr sozial. Was geht bei dir? Ich habe gewonnen. Das war der Beste. Ja. Du hast gut gekämpft. Es gibt keinen mehr, der gegen dich antreten Ehre. Du bist der Champion. Bekomme ich einen Preis? Ja, dieses Schwert. Trage es mit Stolz. Es ist eine gute Klinge.
Breitschwert. Zeige ich schon mal. Meins ist besser. Aber es wäre besser als die Standardwaffe gewesen. Cool. Wir können später noch reden. Was habe ich für Quests eigentlich? Truhe des Alchemisten. Dieser dicke Alchemist. Okay. Okay. Mal gucken. Wolfsfälle, okay. Stiehl die goldenen Pokale. Aha. Oh, was haben wir denn hier noch? Oh, Pflänzchen. So, was geht bei euch? Lass uns kurz in Ruhe reden. Ist das ein Waffenbündel etwa? Die sind ja immer sehr spendabel mit denen. Ja. Halt! Keinen Schritt weiter! Darf ich da hin? Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Ach echt? Ach stimmt, ich habe wahrscheinlich irgendwoher die Erlaubnis. So. Schwere Truhe. Soll ich mir das aufschreiben? Ja, das mache ich. Ich habe mir ja alles aufgeschrieben bisher. Ja. Oh Gott, jetzt muss ich wieder meine Zettel rausholen. Ja. La 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 la. So, ich hab hier sogar Kugelschreiber. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Leuchtturm in Kabdun. Schwere Truhen plündern ist Ehre. Dafür wird es wahrscheinlich eine ganze Folge geben, ey. Vielleicht sogar mehrere. Weil wir ja hin und her reisen müssen, wenn wir erstmal das Talent haben. Was willst du? Wenzel. Hallöchen. Oh nein, nicht schon wieder, bitte. Du bist gar kein Ork. Wie bist du hier reingekommen? Wer bist du? Mein Name ist Wenzel. Ich bin Paladin und komme aus Montera. Habe dort gegen die Orks gekämpft. Mhm. Was ist in Montera passiert? Eines Morgens, kurz bevor die Sonne aufging, hatten die Orks die Stadt umstellt. Das war dann das Aus. Fast die Hälfte von uns fanden den Tod. Alle anderen wurden versklavt. Jo. Wo liegt dieses Montera? Im Norden. Du musst das Gebirge, das die Küste vom Inland trennt, überqueren, um dorthin zu gelangen. Ich habe deinen Kelch gerettet. Ah. Ich habe deinen Kelch gerettet. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Der Kelch muss zu den Feuermagiern. Es ist ein Feuerkelch. Sehr selten und äußerst wertvoll. Mehr weiß ich leider auch nicht über das Ding. Warum bist du Gefangener und kein Sklave? Einer ihrer Sklavenjäger hat mich hierher verschleppt und mich an die Orks verkauft. Seitdem kommen die Orks jeden Tag zu mir und verhören mich. Ich soll ihnen verraten, wo sich das Rebellenlager Redok befindet. Aha. Was weißt du über Redok? Redok ist hier an der Küste der einzige Zufluchtsort für uns Rebellen. Ich werde eher sterben, als jemanden zu verraten, wo sich meine Brüder versteckt halten. Das könnte ich machen. Wo gibt es noch Rebellen außer in Redok? Sie sind überall. Im ganzen Land gibt es Gruppen, die sich den Orks entgegenstellen. Sie verstecken sich im Wald, in Höhlen oder in den Klippen. Die Orks werden sie niemals alle finden. Wir werden erst ruhen, wenn unser Königreich wieder frei ist. Lass uns die Stadt auseinandernehmen. Ja, ich glaube nicht. Das ist mal ein Vorschlag, Alter. Ein bisschen undicht, ne? Mit dir tauschen würde ich jetzt nicht. Wir können später noch reden. Geht hier oben irgendwas ab? Ist halt so ein Stani-Leuchtturm, ne? Ups. Was geht denn hier oben? Nichts. Ehre. Na, dann gucken wir mal. Nice Mucke, diese. Ja, was machen wir nun? Suchen wir uns ein Bettchen? Wir können hier ja noch einiges anstellen, glaube ich, ne? Wir können ins Warenlager reingehen, oder? Wir sollen ja was aus dem Lager stehlen.
Das ist der Teleportstein. Haha! Und ein Wolfsfell, geil. Wolfsfell ist interesting. Na, das lief ja wie geschmiert. So, wer war denn der Auftraggeber? Und Truhe des Alchemisten, okay. Wo war denn nochmal der Alchemist? Sieht einigermaßen gut aus. Können es mal ausprobieren. Nee. Bin ja auch ein Depp, hier ist ja auch gar kein Alchemie-Tisch. Was geht? Ich hab gehört, du bist jetzt Champion der Arena. Normal. Respekt. Sind die Orks zufrieden mit mir? Ach, Ehre. Du hast es geschafft. Du bist für die Orks kein Unbekannter mehr. Ach echt? Jetzt kannst du dich frei in der Stadt bewegen. Ja, moin. Geh gleich zu Uruk. Er will mit dir sprechen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Nee, ich würde erst hier. 48 Lernpunkte. Darf ich mir das Fell nehmen? Ist doch normal, oder? Ja, Mann. Wo ist der Alchemist, ey? Ist das der Alchemist? Wie gesagt, ich habe euch das letzte Mal schon mal erklärt. Man darf nicht zu viel klauen, weil sonst werden die Leute misstrauisch. Also deswegen nehmen wir auch nur das mit, was wir brauchen. Hier zum Beispiel. Zu schwer. Da müssen wir nämlich auch lernen. So, wir dürfen zum Boss, habe ich gehört. Weil wir uns durchgekloppt haben. Mit der Ehre. Halt! Keinen Schritt weiter. Darf ich? Kann ich mit Uruk sprechen? Uruk. Du kannst reingehen. Uruk erwartet dich. Mora. Moruk. Hallöchen, oh, gemütlich haben's du's hier. Darf ich lesen? Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer, leg deinen Stab beiseite. Und an seiner Stadt gab ihm Innos das Zepter. Und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Cool. Moin. Du bist also der Mora, der sich um die Stadt verdient gemacht hat. Meine Krieger reden über dich. Ich hoffe nur Gutes. Sie respektieren dich. Das reicht mir. Mhm. Was genau ist deine Aufgabe? Ich suche nach einem Weg, die Rebellen in der Küstenregion auszuräuchern. Sie sind überall, selbst in dieser Stadt. Ich habe es bisher nicht geschafft, ihren Unterschlupf zu finden. Die Sklaven nennen es Reddock. Ich nenne es Rattennest. Ist ja Ehre. Du bist schwer zu erreichen. Wir Anführer der Orks geben uns nicht mit jedem beliebigen Morra ab. Wir haben wichtige Aufgaben für unser Volk zu erledigen. Da bleibt keine Zeit für Angelegenheiten der Sklaven. Dafür haben wir unsere Söldner. Richtige Snobs. Was hast du unternommen, um Reddock zu finden? Meine Patrouillen durchstreifen Tag und Nacht die Küstenregion. Ich habe sogar einen Paladin gefangen genommen und verhöre ihn jeden Tag. Bisher ohne Erfolg. Er hat immer noch nicht geredet. Tja, ihr habt wohl noch nicht genug Brandeisen benutzt, hm? Was ist mit den Rebellen innerhalb dieser Stadt? Sie haben einen Anführer. Ich habe noch nicht herausfinden können, wer es ist. Der Mistkerl hat eine brillante Tarnung. Finde den Kerl und gib ihm, was er verdient. Mhm, lol. Ja, wir werden ja eh mehr Orks sein in diesem Let's Play. Deswegen machen wir das eher, als hier Kapluten auseinanderzunehmen. Aber viel wichtiger, ja gut, viel wichtiger ist das Herdorf zweite. Dich vernichten. Große Worte für einen kleinen Mann. Ich habe dich für einen einfachen Söldner gehalten. Aber jetzt machst du mich neugierig. Zeig mir, was du kannst. Und töte den Anführer von Reddock. Ich werde dich reich dafür belohnen. Was kannst du mir über Xardas erzählen? Das ist wesentlich wichtiger. Wo der kleine Lemurensohn ist, das wollen wir viel eher wissen. Was kannst du mir über Xardas erzählen?
Der erste Angriff auf Faring war schon verloren, als er zu uns kam. Doch dann hat er den Morras ihre Rudelmagie genommen. Unser zweiter Angriff auf Faring hat die Burg dann in ein Schlachthaus verwandelt. Wow. Erzähl mir mehr über dieses Faring. Faring ist eine hohe Bergfestung am Pass zu Nordmar in der Nähe eurer Hauptstadt Vengar. Unsere stärksten Krieger sind dort stationiert. Für jemanden wie dich lohnt sich die Reise nach Faring nur, wenn du ein bekannter Gladiator bist. Bin ich das nicht? So, ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich zu wecken, Morra. Ich brauche Ruhe. Oh ja doch. Dann entspann dich mal, Kollege. Mach dir nicht noch mehr Ärger. Wie viel Uhr haben wir's? Ich hab Bock zu pennen. Wo gibt's denn hier eigentlich eine Unterkunft? Ui, ach, Zauberbuch, interessant. Das haben wir auch noch gar nicht aufgehabt anscheinend. So lange ist es schon her, so. Magie der Herrschaft, Beschwörungsmagie, Wandlungsmagie, aka oben Innos-Magie, rechts Belia-Magie, unten Adanos-Magie. Aha, interesting. Damit werden wir uns, glaube ich, auch noch beschäftigen. Aber erst später. Wir sehen uns. Wo ist denn der Diebeskerl hier? Eigentlich. Nee, der war woanders. Ne? Zeig mir deine Ware. So, weg damit. Was brauchen wir noch? Nee, das brauchen wir auch nicht. Abgenutzter Bogen. Maybe. Wobei, wir haben eigentlich einen guten Bogen, ne? Ja, dann schmeißen wir das auch weg. Unser Schild ist auch besser, glaube ich. Ja, das verkaufe ich. Wolfsfälle brauchen wir 10 oder so, ne? Wie viel Geld haben wir eigentlich? 3800. So, bitteschön. Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Tja, die goldenen Pokale kannst du ja bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Gut. Und wenn du noch einen Job suchst, geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Ja, moin. Verstehe. Oh, kannst du mir Bring was beibringen? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. So, schwere Schlösser knacken. Dazu bist du noch nicht bereit. Oh, du Knecht, ey. So. Weiter so. Gut so. So, wie viel brauchte ich nochmal? Dazu bist du noch nicht bereit. 9 fehlen mir, okay. Mhm. Da machen wir das einzeln. So. Gut so. Mhm. Dann brauchen wir 30, mhm. Okay. Kann ich mir das leisten? Bring mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Oh ja, mein Gott. Verstehe, du willst an die wirklich wertvollen Sachen. Oh ja. Halte den Dietrich nur mit den Fingerspitzen, dann hast du mehr Gefühl. Am Geräusch kannst du erkennen, ob du den Schließmechanismus in die richtige Richtung drückst. Holy shit, das heißt, du könntest selber ausprobieren, wie viel Gold habe ich eigentlich noch. Oh ja. Na, dann gucken wir mal, dass wir jetzt mal die schweren Truhen plündern, ne? Wir haben ein neues Goal, Leute. La, 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 la. So. Abgebrochen. Oh mein Gott. Oh yeah. Oh mein Gott. Erste schwere Truhe. Du hast nicht mal ein Bett, Alter. Was willst du? Ups. Hat keiner gesehen. Alter. Ich wollte eigentlich pennen, ne? Wie sieht's hier aus? Wow, ist das etwa ein Wolfsfell? Gerne doch. Hm.
muss es doch irgendwo bestimmt noch ein letztes Voice Trail geben, oder? Kann ich eigentlich was brutzeln? Nope. Bedauerlich. Och, die Amstler. Leute. Das könnt ihr doch schon gewohnt sein, oder? So. Aha. Wenn das nicht 10 Wolfsfälle sind, ne? 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 Ach du Scheiße. Wait, das ist sehr gut. Ich habe die schwere Truhe von dem Herrn vergessen. Herrn Azazin. Der war hier, ne? Ja. Nice. Holy fuck! Was kann der Schutz vor Geschossen machen? Okay. Was willst du? Gar nix. So, da war doch ein Ring, oder? Maximaler Ausdauer, Schuss vor Geschossen. Ja, gut. Dun, 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 dun. Für wen war denn die nochmal? Waffenbündel für Phil. Fälle für Jens. 10. Die habe ich doch jetzt, oder? 10 Fälle, ja. Aber warte mal, ich glaube, ich gehe zu dir pennen. Du Ehrenmann. Verflucht, was willst du? Ach, nur ein bisschen ratzen. Der hätte gut getan. Was guckst du mich so dumm an, ne? Was? Ach, ich will ja sowieso zu denen gehören. Da muss ich mich gut stellen mit denen. Wow. Wald bei Kap Dun, da war noch eine schwere Truhe, habe ich mir aufgeschrieben. Aber das könnte sonst wo sein, ey. La, 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 la. Wo war denn das? Wo war denn das? Wenn dann hier oben, ne? Kollege. Ah, der Nachtmuckebug. Ja gut, dauert ja eh nicht mehr lang. Können wir restarten das nächste Mal. Wald bei Kap Dun. Ah! So, was haben wir denn Feines hier? Auch Schatz zwar geschossen, Silberpokal, Sprengpfeil. Ja, cool. Wie gesagt, in den Metalltruhen, da ist immer der Shit schlechthin eigentlich immer drin. Und es war gut, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Das hätte sich ausgezahlt. So, dann bringen wir dem netten Herrn mal seine netten Wolfsfälle, Hallöchen. Moin. Hier, das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität, dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Nee, danke. Aber zeig mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was kann ich denn so Feines machen? Hä? Hat mich das nicht irgendwo? Egal. Alter, diese Nachtgeräusche, ne? Größter Abfuck. Ich versuche mal neu zu laden. Das ist halt Schlimmste. Kleiner, hässlicher Bug, Alter. So. Ich dachte ich mir. Da hilft nur kurz neu starten. Einen Moment. So, hello. Kurz wieder back. So, und
Jetzt haben wir wieder die rischische Mugge. So muss das. Schnapsbeere, die könnte ich mir jetzt gönnen. Was machen wir? Unterhalb von Kap Dun gibt es auch noch Truhen. Dann machen wir die auch noch. Oh, die vergessen. Ich weiß nicht, in Kap Dun gibt es nicht so viel zu erledigen mehr, oder? Für die Rebellen, die können mich mal. Vernichte das Rebellenlager, Waffenbündel für... Das ist auch für die Rebellen, theoretisch. Jacks Rebellengold, jo gut, das sind Diebesquests. War ein nettes, kleines Städle, aber da wird es noch wesentlich interessantere geben. Stimmt, da müssen wir wieder rein, ne? Hast du einen Namen? Grobo. Was willst du, Mora? Es geht. Was ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Mit dem habe ich gar nicht gelabert. Kap Dun ist ein verfluchtes Drecksnest. Ich wäre lieber bei meinen Brüdern vor Vanguard, der Hauptstadt eures Marionettenkönigs, als hier Wache zu stehen. Brauchst du irgendwas? Allerdings. Ruhe in dieser Stadt. Oh. Mach uns also keinen Ärger. Geh nicht an Sachen, die dir nicht gehören, und prügel dich nur mit unserer Erlaubnis. Ich hoffe, du verstehst mich, Mora. Klar. Du hast anscheinend noch nichts von mir gehört. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Was heißt hier noch mehr? Wo habe ich denn hier Ärger gemacht? Das ist doch Schwachsinn. So, zweimal unter Kap Dun. Etwa hier drin? Aber hier war ich ja schon, ne? Ja, mein Krovler. Aha. Abgebrochen. Hm. So. Telekinese. Ah, cool. Magisches Erz. Holy. Da ging's da hinten hin, ne? Ah ja. Irgendwo waren wir doch Ogre, oder? Irgendwo waren Ogre. Ja, da hinten. Das sind nette Zeitgenossen. Da hinten. Ah. Aha! Sag mal, Klingenbolzen. Böses vernichten. Flammenwelle. Flammenwelle ist, glaube ich, ziemlich nice, wenn ich mich noch erinnere. Von damals, das können wir hier und da mal benutzen. Das macht so einen schönen AOE-Damage. Wenn ich mich richtig erinnere. Hui! Yahoo! What time? So. Ortegas Höhle viermal, ne? Oh Gott, wo war das nochmal? Dann sagen wir, latschen jetzt erstmal die Strecke zurück. Richtung Redok, Adea und so, weil da können wir ja auch noch was machen. Ey, jetzt schon Redok erledigen, das ist. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Jagdgeschick brauche ich auch für den Bogen, ne? Alter, es gibt so einiges, was wir hier machen können, ne? Ups. Ich frag mich, wo kommen diese ganzen Schilde her? Zeig mir deine Ware. Wo kommt der Schild her, Alter? Ohne Witz. Ach so, weil ich auch nie gehandelt habe, ich Dödel, Alter. Ich habe das einfach gemacht und schließen gedrückt. Ey, ich bin... Alter, so ein... Jeder, der es gesehen hat, dem es aufgefallen ist, ne? So denkt sich auch so, Alter. So ein Lauch. Das war ja auch eine Aktion, ey. Kein Wunder, dass sich nichts... Ich dachte schon, das ist ein Bug, so, ne? Bei Gothic 3 weiß man nie, also... So. Sweet. Weg damit. Bei euch was? Wir sehen uns. Oh. Mal gucken, ne? Ortega war auf der anderen Seite, ne? Hier, ne? Das ist so... Unten dieser Zipfel ist bisher alles, wo... Alter, wir haben noch so viel vor uns, ey. Das ist doch nie mehr normal. Nee, hier ist Patrick. Da freue ich mich auch richtig drauf. Wie gesagt, Gothic 3. Gigantic, wow. Render. Renderman. Stimmt, ich weiß noch, wo Ortegas Höhle war. Das war Richtung Vanguard, ne?
I believe. Dann machen wir das auch. La la la. Oh, hallo. Mittagessen. Rohes Fleisch. Was geht bei euch? Na nu? Ist Lester nicht mehr hier? Kann er nicht mehr lästern? Es kann auch sein, dass die inzwischen jetzt nach all den Tagen alle ihrer Wege gegangen sind. Ich würde es ihnen auch nicht verdenken. Ich meine, was sollen sie auch hier, ne? Was sollen sie ja machen, ne? Mitten in der Pampa. Jo, die haben sich anscheinend verzogen. Die saßen ja sonst auch immer da. Es geht ab. Zeig mir deine Ware. Aha. Nee. Ab zu Jacques. Als wenn das so einfach wäre. Ist es doch. Okay. Ich würde sagen, wir machen Redoc, wenn wir die nächste Stadt oder so erledigt haben, weil dann würde ich sagen, sind wir eigentlich besser und denke ich, dann ist man auch quasi ready, weil jetzt nach Kapdun würde ich, glaube ich, noch nicht wirklich mich trauen, eine ganze Rebellenhochburg im Alleingang fertig zu machen. Kann man dich drauf ansprechen? Ich hörte, du hast Gold von den Rebellen kassiert? Ja! Ich denke, dir kann ich es anvertrauen. Sie waren hier und baten mich, ihnen Bescheid zu geben, sobald wieder ein Schiff in Sicht kommt. Ich glaube, sie geben die Hoffnung nicht auf, dass sie über See irgendwann noch einmal ihre Rettung naht. Hä? Die ist schon da. Gib her! Gib mir das Gold der Rebellen. Ja, natürlich. Was soll ein alter Seemann schon mit so viel Gold? Aber gib es nicht leichtfertig aus den Händen, ja? Aha. Du hast da eine mächtig lange Spitzhacke auf dem Rücken. Zeig mir deine Ware. Wow. Meiner ist besser, oder? Keine Ahnung. Wie stark bin ich eigentlich? 152. Cool. Jetzt brate ich mir ein Schnitzel. Oh, und ich sehe schon, wir sind auch drüber ordentlich über der Zeit. Ja, cool. Dann würde ich sagen, machen wir hier Stopp. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Bis dahin.